Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Riptide Part 24. Wir sind im Lager. Krümi, Frei und ich. Ja, da ist er. Wie immer. Wie immer. Neue Session übrigens, ne? Ja. Mal wieder. Wird ja auch. Und unsere Quests, die gehen langsam zu Neige irgendwie. Ja, ich denke mal, es wird auch langsam Zeit, dass wir das Gebiet wechseln. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und ich nehm's an, gute ja. Dr. Jane hat auch noch irgendwas für uns. Ja, vielleicht mal gucken. Ja. Ach, schön. Bring me more. So. Nimmst du die an, oder? Ach so. Ich dachte, du hast schon angesprochen. Nee. Ach, das weißt du wie immer irgendwie. Aber das haben wir doch... Ach nein, ey. Das haben wir nicht gespeichert das letzte Mal, oder was? Oh, das ist, weil du mich, glaube ich, diesmal eingeladen hast irgendwie. Das ist wieder Dead Island, ey. Die speichern so manche Sachen nicht. Scheiße. Na, das kennen wir schon. Gehen wir es jetzt nochmal holen? Nee, war. Nee, würde ich sagen, überspringen wir. Warte mal, ich drücke auch mal weg hier. Okay. Wo war denn das? Ach, das ist da, ey. Das machen wir irgendwie vielleicht offscreen nebenbei und dann müssen die anderen sich das nicht angucken nochmal. Eben. Gut. Das kennt ihr ja schon. Ja. Nee, wäre es jetzt in der Nähe gewesen, hätten wir jetzt sagen können, das können wir nebenbei noch mit einsammeln. Nee, das ist die Anrichtung. So, wir wollen, ich zeig's auf der Karte gerade mal oben zum Forschungslabor. Und deswegen werden wir jetzt zur Hauptstraße rübergehen und dann uns erstmal schön wieder eine Karre nehmen. Da stehen ja hier noch rum, zum Glück. Wird toll. So, vorher vielleicht nochmal hier wieder die Taschen ausnehmen. Ha. Ja, stimmt. Ich weiß auch gar nicht, müssen wir noch reparieren oder haben wir es beim letzten Mal gemacht? Ich bin voll, also müsstest du eigentlich auch voll sein. Ja, wenn du voll bist, das ist ja nicht mein Problem. Wir sind alle voll. So, ja, alles gut. Zum Pfingstsonntag sind wir alle voll. Pfingstsonntag heute, ja. Ist man nicht morgen irgendwie Pfingstmontag Fisch, sag mal? Mir wurde gesagt, man isst heute Spargel. Aha, ja gut. Keine Ahnung, ey. Mir ist, als ob man Pfingstmontag Fisch isst. Wieso gehe ich eigentlich hoch? Ich weiß nicht. Wieso folgst du mir eigentlich? Naja, weil ich nett bin oder so. Ich hab mal wieder keine Ahnung, wo ich lang gehe. Und ich bleib hier an irgendwelchen Mikropixeln hängen. Das Übliche. Ach ja, stimmt, wir hatten ja den Verrückten, der unser Lager in Brand gesteckt hat, der Penner. Genau. Und deswegen sind wir jetzt alle hier in Jacksons Lager. So, müssen wir auf die Karte schauen. Da, wo sind wir denn? Ach, da. Also hier ist auch irgendwie mehr los als beim letzten Mal, ich das Gefühl. Jetzt sind wir mehr Leute. Jetzt kommen die alle her, wahrscheinlich. Die verteilen sich alle. Ja, lass mal laufen. Komm, wir gehen weiter. Ja, so. Wir müssen irgendwie auf der Hauptstraße kommen. Ja. Ja, okay, nee, wir laufen richtig. Gut schon. Jetzt habe ich eine Tonne Spargel neben mir liegen. Eine Tonne? Eine Tonne, mindestens. Ich komme vorbei, ich mag Spargel. Ja, ich eigentlich auch, ja. Ja, das wird hier zu Hause bei uns nicht ganz so geliebt und das ist ein bisschen... Ist immer nervig, wenn man irgendwas besonders gerne isst und dann will das aber keiner. Ja, das stimmt. Musst du dann für sich allein kochen. Ja, habe ich auch schon oft genug gemacht. Chris mag auch Spargel. So herkommen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass sowas jetzt kommt. Nee, der Weg ist mir zu weit. Ich hab. Boah. Ja, ohne Auto. Wir haben ein Kilo Spargel. Ein Kilo? Aber ein Kilo, ja. Vielleicht auch nicht. Die hat noch nie gemacht, die schält gerade. Ja. Naja. So, wir sind jetzt hier oben. Ich höre immer, wo bist du denn da? Hinter dir. Ich höre immer euch mal hier Viecher. Ja. Ah, okay. Nimmst du das da? Bombe, ah, doch, komm, weg. Scheiße, nicht getroffen. Oh. Ach so, du hast eine Bombe geboren. Aber die hat auch nicht getroffen. Dann hab ich noch irgendwas? Hat der gerade Help Me gerufen? Hilf mir mal hoch. Bei mir nicht, nee. Ah, Gott. Nein! Ja, ist egal. Ich bin ja gleich wieder da. Ich hab mich geopfert für die gute Sache. Stumpfe Waffen plus 10, Stufe 10. Mann! Jetzt. So. Ach so, da lag der, okay. Ja, ich hatte irgendwie gerade nichts Vernünftiges zu werfen. Was habe ich denn ausgerüstet, bitte? Warte mal, hier Inventar. Ja, ist ja kein Wunder, hier sind zwei Plätze leer. Ich habe so einen komischen Schlagring noch. Ja. Sonst eigentlich nur gute Waffen, die ich nicht wegwerfen möchte. Ich habe auch gute Waffen, ein paar, aber ich habe auch Wurfwaffen eigentlich immer parat gehabt bisher. Naja, der Stock, den ich als einzigsten hatte, der ist ja fehlgeschlagen. Der hat ihn nicht getroffen. Na toll. Und die Granate, die ich geworfen habe, die ist zu weit hinten explodiert. Ja. So, lebt er noch? Nee.
So, Tech Rider spielt Brutal Legend, stand bei mir gerade. Brutal Legend? Ja, Tech Rider ist übrigens ein Schweizer, den ich im Hostel in Köln letztes Jahr kennengelernt habe. Ach so, das war auch die Gruppe da. Ja, mit denen haben wir doch auch geredet. Ein bisschen, war das? Auf dem Gang, ja. Auf dem Gang, ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Mhm. Ich habe ja auch mit Kölle bis sonst waren draußen gestanden. Ja, gut. Und mit jemandem von Berlin Radio oder so, irgendwie sowas. Deutschland geredet. Radio, Berlin Radio. Ach, da waren irgendwelche komischen, ja, das habt ihr erzählt. Ja, ja, und dann, es war der Einzelne da. Und wir haben dann Bier getrunken und haben dann erzählt, ey. Ganz komischer Typ irgendwie. So, hier muss ein Auto sein. Ja, hinter mir. Sehr schön. So, einmal weg. Der steht nicht mehr auf. Ach, Ausdauer alle. Ach, die Ausdauer, Mensch. Ah, das klingt. Ah, ne? Das klingt alles sehr komisch. Wieso? So, wie die schreien. Das, so, willst du fahren oder? Ach ja, zur Abwechslung mal wieder. Erstmal hier einsteigen. So. Ja, dann sieh ich nur Hauptstraße, ne? Aber hier nach links einmal rum erstmal, wa? Ja, ja. Kann man auch wieder zerstörte Brücke da drüber? Zerstörte Brücke? Beziehungsweise, naja, das sind so, ich weiß nicht, Strichelinien. Ja, ja. Das sieht mir so komisch aus. Rette Luke! Na, wollen wir den endlich mal retten? Hier, komm. Nein. Komm, komm, wir retten jetzt endlich mal Luke. Mir reicht's mit dem Typen. Na gut, der arme Kerl. So. Oh Gott, wo ist denn der wohl? Oben wahrscheinlich wieder drauf, irgendwo. Ja, da hinten. Warte, ich hab Granate. Ach, da. Granate. Granate. Na, Schockgranate, na toll. Hätte ich mir sparen können, die Scheiße. Ah, scheiße. Hä? Obwohl. Eigentlich sieht's ja lustig aus, wie die so tanzen. Ich hab's nicht mal getroffen. So. Komm du doch runter. Du willst was von uns. Ich geh mal hoch, mal gucken. Jetzt haben wir wenigstens endlich mal Luke gerettet. Gibt ja ein paar IP, ne? Hoffe ich. Ein paar, hoffe ich, ja. Nicht viel, aber alles, was ich momentan hab, ja. Ich bin es immer noch so gewohnt, die scheiß Texte vorzulesen von Guacamelee. Aber das ja, mit dem Spiel bin ich durch mittlerweile. Oh. Wie lange hast du gebraucht? 5,5 Stunden hat mir dann die Zeit am Ende angesagt. Okay, also nicht ganz so viel. Aber ist ja ein Indie-Spiel. Das ist ein Indie-Game, PlayStation-Only und Download-Titel halt. Für 13 ja. Euro, wenn du den kaufst, kriegst du halt Cross-Buy-mäßig gleich die PS3 und PS Vita-Version. Ach so, okay. Und für 13 Euro 5,5 Stunden und dabei habe ich auch noch nicht alles entdeckt. Ach komm, wir fahren jetzt weg hier. Also nee, ich habe mal kurzzeitig überlegt, ob ich mal für die Vita reinschaue. Hm? Aber ja, ich habe mal bei dir reingeguckt. Ja, so gut sah es ja nicht aus. War jetzt nicht so mein Fall. Ja gut, da muss man Spaß an so Metroidvania-Kram haben. Ja. Uch, da. Oh. Aber ich fand es ziemlich cool gemacht. Oh, wir sind gleich da. So eine Sache für 13 Euro war es echt das Geld wert. Ja, naja, 5,5 Stunden 13 Euro, ja. Ja. Das geht eigentlich. Und vor allem mit den ganzen Witzen, die da so teilweise gerissen werden. Die haben ja, auch mal, die haben ja alles auf die Schippe da genommen, also. Und irgendwie jede Menge Easter Eggs und Gimmicks und so ein Kram. Ja, das ist immer ganz cool so. Und coole Dialoge, ja. Bei Evoland ähnlich gewesen. Ja, da habe ich mir auch mal ein Let's Play von angeguckt. Das war schon ziemlich cool gemacht. So richtig schön retro und dann so Stück für Stück die Entwicklung, war super. Ja, vor allem die ganzen Anspielungen dann mit Dragon Ball Z und hast du nicht gesehen. Und bei Guacamelee war auch zum Beispiel Mario und so ein Kram mit verwurstet. Mhm. Das war ganz cool. Ach, hier geht's durch. Ja. Ah, Kapitel 4. Ja, für Guacamelee war ich sogar in einem Podcast zu Gast bei Gamepad Addict. Den habe ich mir noch nicht angehört. Ich habe es gesehen, dass du ihn gestern gepostet hast. Ja, mit verlinkt. Das ist gestern. Der Typ ist übrigens Rainer Schauder, der Name, den kennt man vielleicht noch. Der hat bei diesem ominösen Gamescom-Video von RTL von 2011, glaube ich, hat er da so ein Video aufgerufen, dagegen zu protestieren und das ging dann durchs Netz durch. Ach so, das ist der so etwas längere Haare hat oder Glatze? Irgendwie sowas. Er ist schon halt, das Video ist eine Weile her mittlerweile, ja. Aber stimmt, den Namen Rainer Schauder, den kennt man dann vielleicht hier und da. Ja, stimmt, der immer so Vlogs macht. Ja, und genau der mit dem war das denn. War cool. Okay, das ist interessant. So, erstmal was essen hier. Das ist schon cool hier übrigens, ne? Der riesen Kuppel, das sieht geil aus. Das sieht, was, an was erinnert mich denn das, ey? Tropical Island. Na, nicht?
eher so an. Eine Biokuppel halt, wa? Ja, gut. Bin ich jetzt gar nicht. Ansonsten. Kann ich jetzt nicht richtig zuordnen. Was würde ich da noch so sagen? WoW, Netasturm? Die Biokuppeln. Ja, aber du bist nicht so der. Doch, du hast ja auch WoW mal gespielt. Ja. Ja. Und lang. Dann gab es noch so ein paar Filme, wo auch so eine Biosphärenkuppel wichtig war. Ich weiß noch nicht mal, wie die hießen, aber es ist ewig lang. Ja, ich verwurschtel da wahrscheinlich gerade alles. Ja, also mich erinnert es am meisten ans Tropical Island gerade. Da ist übrigens vor kurzem einer umgekommen, ne? Echt? Ja. Yo, Dr. Castle. Yo. Yo. Open up. Who is it? What do you want? Who is there? I kill you. My name is Sam B. And I really need your help. Please, let me in. I am busy doing serious research here. I have no time for visitors. Leave me be. Mm-hmm, that's what I want to talk to you about. Your study on Kuru disease. That shit was genius, man. But I had a couple questions for you. I swear I can't get a moment of peace around here. David, come in. Mensch, Mensch. Okay. Aufstieg. Wusstest ja genau, wie du mit ihm reden musst, wa? Ja, ich bin schwarz, ich kann das. Bei Leuten einbrechen. Einbrechen, überreden, ja, mit einem Hammer in der Hand kannst du die überreden. Ja, ja. Junge. Was ist denn meine Waffe jetzt? Hat er die jetzt weggemacht oder was? Musst du mal durchgucken. Genau, aber hier, der möchte schon was von uns. Ja, ich wollte ja erstmal mich nochmal umsehen, nicht, dass hier irgendwo noch was rumliegt, was Wichtiges. Gurt, ja, nur Mist irgendwie. Gurt. Was ist denn das hier? Kraftlose Keule. Naja. Oder dann gäbe man dir einen Golfschläger. Kannst du dir auch nehmen, wenn du willst. Ha. Hatte ich letztes Mal zum Werfen. Ja gut. Dafür kann man es bestimmt auch benutzen. So, jetzt habe ich die Antwort ausgerüstet. Naja, keine Ahnung. Geh mal rein, oder? Ja. Mal sehen, was Dr. Kessler uns zu erzählen hat. Ist der böse eigentlich? Ja, keine Ahnung. Stimmt, ne? Der war zumindest sehr unfreundlich. Oh, wow, wow. Igitt. Neue Monster oder was? Hm. Okay. Dr. Kessler. Alright, I let you in. Now tell me what you want. Wir sind da schon drin, du Idiot. Also. Naja, jetzt brauchen wir dir auch nicht mal sagen, was wir wollen. Wir gucken uns erstmal um hier. Genau. Am Arsch. Alright, I let you in. Now tell me what you want. Igitt, guck mal hier aus dem Fenster, ey. Wow, so viel zur Biosphäre. Schön mit den, okay, mit den radioaktiven Fässern da unten im Boden drin. Na, der züchtet die Viecher doch hier. Wahrscheinlich, oder? Ja. So ein Wichser. Snacks, oh. Tagebuch. Mülleimer, was? Tagebuch? Ja, hier auf dem Schreibtisch. Hab ich doch gar nicht gesehen. Gleich mal sein Tagebuch klauen, so süß. So, ich glaube, wir haben ja erstmal genug ihn ausgenommen. Wollen wir mit ihm reden? Kesslers Bericht über Kuru. Ach, hast du gefunden? Schön. Ich brauche Informationen über die Tunnels aus dem Krieg. Spezifisch, welcher geht zu Henderson? Es gibt keine Tunnels. Jetzt geh aus hier. Ich bin ein Scientist, nicht ein Tourguide. Stop wasting my time. Marcus Villa hat mir über die Tunnels erzählt. Ich weiß, er war dein Forschungspartner. Du hast Marcus gesehen. Ich habe ihn nicht in Ewigkeiten gesehen. He was brilliant, you know, in his own way. But let us just say there are reasons we no longer work together. Very good reasons. Yeah, he wanted to eat me. The guy was certifiable. He wanted to eat you? That doesn't make any sense. Sure, he went to live with the natives, but they've always struck me as peaceful people. Perhaps he was worse off than I even imagined. Der wollte uns essen? Ja, der wollte unser Fleisch essen, um unsere Immunität zu kriegen. Ach, stimmt. Da wird's gerade erzählt. Ja. Aha. Was auch sonst. Umsonst gibt es hier nichts mehr. Nix. Nix, ja. Heißt, nicht nüscht. Nüscht. Nüscht gibt's ja. This outbreak is one of many. And each incident is a little different. As is the trigger that reawakens the plague.
It's truly remarkable how this prion disease adapts and changes. How it mutates when exposed to external factors. The speed at which it affects the host organism. Astonishing, really. But science can be unpredictable. Dangerous even, you understand? Yeah. So is that why there are all those bodies in the greenhouse? A truly unfortunate accident. One that was largely the fault of my assistants. I assure you, I had very little to do with what happened out there. Natürlich. You know, I'm still waiting to hear what you want from me. I am merely trying to make it clear that I am not an evil man. In times such as these, it is easy for men of science to be blamed, persecuted for their actions. Hat er nicht ganz Unrecht, wa? Especially by people possess lesser. Ist ja meistens so, ne? Er ist Wissenschaftler, tötet ihn! Chemicals contained within vials. Unfortunately, those vials are out there in the greenhouse. Bring them to me and I will give you the man. Do we have a deal? Tja, ich würde sagen, wir haben keine große Wahl, oder? Nee, leider nicht. Es gibt nämlich eine Betäubungspistole. Yep. Oh, kann man betäuben. Kill all four of them in order to secure the vials. But there is no saving them now. You will be putting them out of their misery. What's done is done. Just have the map ready to go. Alles klar. I cannot conduct my tests without the reagents. Ja, ist ja gut, Alter. Ist ja gut. Boah. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal in der nächsten Folge nach unten. Tjo. Ist nämlich schon wieder soweit. Dann kommt, nee, wir gehen mal hier rüber in den anderen Raum, der labert mir zu viel, ey. So, in den Kaffeeraum. Zack, mehr oder weniger. Genau. Oh, Geheimakten. Geheimakten. Zack. Nehme ich auch noch. So, zack, Teil 4. So. Ja, was uns im Gewächshaus erwartet, das gibt's am Morgen in Folge 25, 19:30 Uhr bei Let's Play Dead Island Riptide. Yeah. Bis morgen. Bis morgen, tschüss.